Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Heute einen sehr kleinen Mod, der zwar nicht viel ändert am Spiel, aber absolut genial ist, wie ich finde. Wer kennt das nicht? Wir hauen auf unserem Werkstück rum, formen daraus unser Werkzeug, reiben sozusagen das Metall in die Richtung, in der wir das haben wollen. Und dabei hauen wir natürlich auch Metall aus dem Werkstück heraus. Und wer sich immer gefragt hat, was damit passiert, ja, das landet jetzt bei uns im Inventar als kleine Bruchstücke sozusagen. Diese können wir dann im Schmelzofen wieder zu einem neuen Barren formen. Dafür brauchen wir dann 20 Stück davon, um einen neuen Barren zu bekommen. Das funktioniert mit jeder Metallsorte, die wir hier im Spiel haben. Und da wir ja gerade am Anfang sehr wenig Metall haben, ist das eine super Lösung, um ein wenig nachhaltiger hier im Spiel arbeiten zu können. Die Metal Parts können in der Zeit gelagert werden, bis man genug davon zusammen hat. Und je nachdem, welches Metall wir dort haben, müssen wir das natürlich entweder in einem Melzofen, also in einem Bloomery oder halt in einem Schmelztiegel melzen und dann zu einem neuen Barren gießen. Die Eisenstücke können wir sozusagen auch in die Bloomery packen und dann ganz normal schmelzen. Und wenn wir es geschmolzen haben, dann kommt direkt ein Barren raus, den wir dann nicht nochmal extra ausformen müssen. Diesen können wir dann direkt nehmen und irgendwo hinlagern oder gleich weiterverarbeiten. Wie ich finde, ist das eine super Idee, denn es greift natürlich nicht so extrem in die Spielmechanik ein wie viele andere Mods bei anderen Spielen. Es macht das Leben auch nicht extrem leichter, sondern nur ein wenig bequemer. Und es fördert die Nachhaltigkeit, um im Vintage Story ordentlich spielen zu können. Den Mod könnt ihr aus dem Forum herunterladen, der Link ist in der Videobeschreibung. Schreibt mir doch in die Kommentare, ob ihr diesen nutzt und wie er euch gefällt. Solltet ihr Probleme mit dem Mod haben, dass es abstürzt, nutzt das Forum dafür. Der Modder wird euch da bestimmt helfen, beziehungsweise könnt ihr dort auch Bug-Reporting sozusagen betreiben. Ja, an dieser Stelle war es das auch schon wieder mit einer kleinen Mod-Vorstellung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch was. Bleibt gesund, macht's gut bis dahin und bleibt so schön.